bam. Schaden. 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 Albert Kundermund wollte sein Wissen auf dem Gebiet Wissenschaft erweitern und hat einen Kurs besucht. Die Marken des Lehrers werden noch eine Weile durchbleiben. Grundlagen sind Wissenschaftsbegriffen. Yay! Als Wissenschaftler erhält Albert Leistungs- und Gehaltsboni für Karrieren in Wissenschaft und Medizin, indem er zudem auf einen höheren Level als üblich einsteigen kann. Oh, richtig. In der Wissenschaft passt auch bei ihm. Er ist Erfinder, aber ich bin immer noch im Genie. Und wir haben jetzt einen Klon von uns erstellt. Überleg dir das mal. Ich hab geklont. Oder so. Marlene Kunterbund würde nach der Schule gerne zu Joy... Lassen, nein! Weil dieser Joy McGuffey, der muss sterben. Der ist ja so... Der weiß, dass Marlene eigentlich... Ne, der wollte mit ihr ausgehen, zum Schuhball gehen. Der will die richtig anmachen. Obwohl sie weiß, dass sie... Halt nicht auf... Sie ist zusammen mit Luna. Das ist ja voll... Ein alter Freund. Ich wollte ihn damals eigentlich loswerden. Und nein. Okay, letztes Mal haben wir verpennt, oder? Dann gehen wir mal am besten gleich los, oder? Komm. Dann können wir vielleicht ein bisschen uns verbessern. Wer ist das? Keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ist nicht wichtig. So. Was machen wir mit... Ja, der kann ruhig im Regen stehen. Wie gesagt, der so buggy. Den gefällt mir nicht. So, benutzen. Sprengen können wir später machen. Ich kann nur säubern, der kann nicht mehr säubern, weil der verbuggt ist. Was denn los? Hat sie einfach die Karre sich geschnappt. Ich glaube, Saki braucht ein Moped oder ein eigenes Fahrrad. Irgendwas. Verregen vom Mist. Ist aber jetzt egal, es ist jetzt egal, Marlene. Ich habe lang genug auf diesen Moment gewartet. Du wirst dir erstmal was gönnen, das war richtig geil. So einen schönen Joghurt und dann wirst du sowas von erstmal graffitieren. Nee, sollst dann erstmal in der Schule einen Streich spielen. Abschlussball gehen. Wann ist der Abschlussball? Der Ball, okay, 18 Uhr ist ein Ball. Sag ja. Party, okay. Komm zu meiner Party, Saiki. Das wird absolut fantastisch. Freitag 1956, klar, ungezwungen. Ich komme sofort. Saiki wurde eingeladen. Marlene, alle. Marlene muss, hat ein Date. Alter. Der Ball beginnt um 18 Uhr. Beeil dich und mach dich fertig. Du musst dein Outfit am Abend. Ja, ich weiß. Junge. Ich sag, gut, ich esse jetzt schon meine. Und natürlich ist sie übermüdet. Ist das ein Fluch bei Sims, dass die immer, wenn die Abschlussbar haben, übermüdet sind? Komm, du gehst dann mit deiner Freundin, die kommt doch bestimmt. Bestimmt. Dann wirst du, ja, schlafen kannst du hinterher, ne? Du kannst auch ein bisschen ein Nickerchen machen. Na komm, mach mal. Mach hier auf der Couch ein Nickerchen. Spaß wirst du auf dem Ball haben mit deiner Freundin. Okay, Leute, wir haben Abschlussball. Marlinchen, ne? Viel Spaß. Denn... Mach das ja noch ein bisschen. Ich weiß doch, ach, ich erinnere mich. Was? Nein, ne? Ich weiß noch meinen Abschlussball, Mensch. Das war eine Zeit. Ich war richtig der King auf dem Dancefloor, ne? Aha, Opa. Sehr schön. Ja, ich habe alle weggedanced einfach. Aha. Ich. Leute. Zuhören. Ja, also und da war ich denn. Schläfst du schon? Ja. Warte mal. Ich wollte doch duschen. Ich wollte duschen gehen, doch nun sitz ich fehl. Ich wollte doch nur ein bisschen duschen gehen. Ich wollte duschen gehen. Und was ist geschehen? Aber lieben, bippen, bippen, bübe dabei. Ihr wollt nur. Schon wieder Post? So, ich frag nicht nach, warum er das anhat. Okay, heute ist Abschlussball, ich bin aufgeregt. Oh, da kommt sie schon an.
Sie kommt an. Ja. Kommt sie schon an, um Hallo zu sagen? Ich spüre meine Sensoren kicheln. Das ist doch meine Frau. Das ist doch Luna. Luna. Ach Gott, das ruckelt gerade so, ne? Komm mal klar, Junge. Luna, hab ich doch gehört. Na? Mensch, sagst du doch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Objekte im Wert von 396 verkauft. Davon werden 39 Millionen Provisionen abgezogen. Hier ist eine Liste von verkauften Aufsammler. Ja, gut. Das hat lange genug gedauert. Danke. 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 Naja, vielleicht wird dann der Abschluss bald gut. Komm, wir geben ihr einen Blumen dafür. Violett. Hier. Hier für dich. Willkommen. Ja, okay. Oh, du kommst auch gleich die Limousine. Perfekto. So, dann zieh dich mal um. Du hast ja deinen Designerfummel. Oh, guck mal. Guck sie dir an. Im schwarzen Kleidchen. Gott. Das ist. Wo ist die Limousine? Oh, da ist sie. Okay. Marlene zieh ich auch um. Sie hat natürlich ihr klassisches. Okay, lass uns den Ball rocken. Ich habe ein bisschen Angst, aber los geht's. In der geilen Lumi. In Schwarz wäre die bessere, aber egal. Mensch. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ach, guck mal, da kommen die ganzen Hexen. Oh mein Gott. Geile Mucke. Sache nicht, das sind zwei verschiedene Lieder. Oh nein, ne? Im Stadion ist ein Konzert und gleichzeitig ist der Schuhball. Aha, siehst du? Ich glaube, die Musik würde Marlene mehr gefallen und Luna. Yeah! Oh Mann, ey, die Musik ist ja voll öde. Lass uns rübergehen zum Konzert. Wuhu! Während Marlene so vor sich hin tanzte, fragte Luna, ob sie bereit wäre, eine feste Beziehung einzugehen. Natürlich! Yeah. Rock die Shit, yeah. Beste Musik. Und das ist nicht auf dem Schuhball, by the way. Das ist... Keine Ahnung, wo es ist. Mucho bada. Yeah. Alter. Yeah. Drum Solo. Stell mal vor, bist du Schuhball und hörst nebenan diese geile Mucke und dann hast du diese Schwurfmucke. Alter. Marlene hat das gesamte, gemeinste und beliebteste Mädchen der Schule im Kampf um den Titel der Ballkönigin besiegt. Sie war sprachlos und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. What? Alter, die Mucke. I'm sorry, das ist zu gut. Besser als... Und dann diese Schwurfmucke vom Schulball. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich würde gerne da bleiben wegen der Musik, aber wir gehen mal. Und hier ist die Party. Das gefällt mir, das ist so guffig. Marlene scheint Luna in den Bann gezogen zu haben. Sie ist den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen. Och, ist das schön. Oh, ist das schön. Und sie ist Ballkönigin. Was ist das für ein Lama schuppt mir, wa? Oh nee, da laufen Kinder rum. Ich möchte wissen, was Marlene ist. Tut mir leid. Marlene ist mir lieber. Ich will wissen, wie die Musik da ist. Okay, ist alles durcheinander.
Wo war ich jetzt hier? Okay. Genug davon, da passiert nicht so viel. Okay, sie ist schüchtern, ich weiß. Und jetzt, Alter, willst du mich veräppeln? Das ist die Party, ist ja nicht los. Marlene ist prächtig und beginnt langsam starke Gefühle für Luna zu entwickeln. Noch stärkere, also... Mein lieber Gesangsverein. Ist das... das ist ja... Läuft ja... Wer ist er hier? Wir begrüßen... Ist das... Okay, mein... Wer ist denn hier der Party? Ah! Guck mal, Tina, die kennen wir doch. Aber erstmal müssen wir unseren... Ich weiß nicht, aber dich... Ist das deine Party? Ich weiß es nicht. Du sollst mal malen, da ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Gibt es da was zu essen? Oh, ich bin gerade, Ja. Okay, er hat eine süße Tochter. Tifa ist auch da. Hallöch. Oh, guck mal, der Columbo ist auch mit Ball. Nein, jetzt auf hier. Was ist hier los? Nein, danke, Alter. Das ist ja ekelhaft. Nee. Freundlich, also erstmal. Wieso muss er gleich flirten? Alter, was ist hier los? Ist einfach das Bild. Er ist hier so, er ist der Graf. Humboldt Falkenstein ist der, ne, so ein bisschen der hier, der Graf von dem Ganzen ist. Oder der hasst eigentlich alles und ist hier, geht zur Party und sitzt hier im schönen rosa Marlene und Luna haben die Tanzfläche regiert. Alle haben versucht, ihren Tanzkind zu kopieren. Die beiden passen wirklich gut zusammen. Ja, ich muss, tut mir leid, macht was er wollte. Ich möchte wissen, wie es hier weitergeht. Wie die Musik hier ausgeht. Nice. Marlene scheint Luna in den Bann gezogen zu haben. Sie ist den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen. Okay. Ich wünsche, wir können was sehen. Aber wir sehen nur den Himmel. Hier, wir sind hier mitten im Himmel. Wow, Marlene hat mit ein paar tollen Tanzschritten ganz schön Eindruck auf Luna gemacht. Alter, geht's richtig zur Sache. Naja, wie auch immer. Die Party ist ja, ey, nicht mal Musik und alles, das ist viel zu eng hier. Und dann hast du einen Tifa. Komm, wir reden mit Tifa. Tifa ist, Tifa mag ich, mögen wir, ja. Es ist nicht mit den Kindern, ja. Na, Tifa? Schön, dich mal wieder zu sehen. Na, was sind Sie denn, Alter? Nicht abhauen jetzt, wir wollen reden. Warte, das ist eine Party, Alter. Ich bin... Marlene darf nur eine Stunde kommen, geht mir doch nicht auf den... Luna hat Marlene ihre Zuneigung gestanden. Marlene war so glücklich, dass sie den Rest des Abends mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht herumlief. Der Schuber ist vorbei. Mach dich sofort auf den Hauseweg, damit du nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerätst. Vergiss nicht, dir deine Ballfotos in deinem persönlichen Inventar anzusehen. Husch, husch. Warte, sind wir schon zu Hause? I'm sorry. Ah, oh, das ist gut. Komm, wir müssen zum Konzert gehen. Oh, schade. Ey, die Mucke ist viel besser als die da drüben. Ey, Mist. Oh yeah. Und da geht die Marlene.
Wir gehen nach Hause. Okay, es tut mir leid, aber das war gerade so geil. Ihr wisst ja, bei Musik, da ist mir alles egal. Und das war ein richtig schöner Abschlussball. Mucke war geil, ne, vom Konzert nebenan, da konnte Marlene richtig abdancen. Ja, wir sind jetzt mit Luna zusammen, die ist jetzt feste Freundin. Es hat doch gefunkt und ja, der Ball hat es ergeben. Hätte auch in die andere Richtung laufen können, aber ja. Was sonst noch so passieren wird, sehen wir in der nächsten Woche. Das war sehr schön. Endlich mal ein bisschen Action gewesen. Also die Party war schnarche. Na gut, ging, war sehr viel los, aber oh Gott. Aber jetzt müssen wir uns erstmal, ich werde mich gleich um die kümmern und ins Bett schicken und dann sehen wir uns am nächsten Tag bei denen wieder. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao.